Ja, hallo und ganz herzlich willkommen bei unserem Digipart Allergie auf Insektengift. Wann wird's gefährlich? Mein Name ist Sabine Jussé von Mein Allergieportal und ich begleite Sie durch diese Veranstaltung. Die Veranstaltung wird wieder unterstützt vom EDA, dem Ärzteverband Deutscher Allergologen, und ich bedanke mich ganz herzlich beim Herrn Professor Klimek für die Unterstützung. Ich möchte mich auch gerne bei den Sponsoren bedanken. Es haben uns unterstützt bei dieser Veranstaltung ALK Abello Arzneimittel GmbH und Bioprojekt Deutschland GmbH. Herzlichen Dank. Die technische Betreuung übernimmt Jan Klimek von Insista. Und wenn Sie die Veranstaltung verlassen, wird Ihnen ein Fragebogen eingespielt, den ich Sie bitte zu beantworten. Wir wollen natürlich auf der einen Seite wissen, wie Ihnen die Veranstaltung gefallen hat. Und es geht auch um eine Patientenbefragung zum Thema spezifische Immuntherapie. Da würden wir auch gerne wissen, was Sie davon halten. Jetzt begrüße ich unsere Referenten. Das ist als erstes die Maria Brohm, Biologin und stellvertretende Vorsitzende vom Bund Kronwerk. Und ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag zum Thema Bienen, Wespen, Hornissen. Sind sie tatsächlich gefährlich? Und wir sehen auch schon den Herrn Professor Harald Löffler. Er ist Direktor der Hautklinik und Leiter des Hauttumorzentrums Heilbronn-Franken der SLK-Kliniken in Heilbronn. Ihn hören wir nach der Frau Brohm. So, und jetzt bin ich durch mit den einführenden Worten und freue mich sehr auf die Frau Brohm. Ich schalte mich mal ab. Ja, da bedanke ich mich für die nette Einführung und für die nette Begrüßung und auch, dass ich hier mit dabei sein darf. Es ist ja doch ein sehr spannendes Thema, um das es heute geht. Und für viele sind ja Bienen und Wespen tatsächlich durchaus gefährlich, wirken erstmal gefährlich und können durch den Stich auch durchaus lebensbedrohliche Allergien hervorrufen. Deswegen freue ich mich, dass ich heute ein bisschen was zur Biologie dieser Tiere erzählen darf, denn sie sind durchaus wichtig in unserem Ökosystem und erfüllen auch eine ganz wichtige Rolle. So, als erstes gehe ich kurz auf die Gemeinsamkeiten von Bienen und Wespen ein. Sie gehören beide zu der Gruppe der Hautflügler, das heißt, sie haben vier transparente Flügel auf dem Rücken, im Gegensatz zu Fliegen zum Beispiel, die haben nur zwei transparente Flügel auf dem Rücken, da kann man das schon mal ganz gut unterscheiden. Und auch Käfer haben nur zwei transparente Flügel, da sind die anderen zwei Flügel umgewandelt zu diesen festen Flügeldecken, die dann ja auch häufig ganz bunt sind. Wespen und Bienen haben wie alle Insekten einen beweglichen Kopf mit diesen großen typischen Facettenaugen und auch den Fühlern. Und genauso wie alle anderen Insekten haben sie sechs Beine. Die erste wichtige Gemeinsamkeit bei Bienen und Wespen ist, dass nur die Weibchen ein Stechapparat besitzen. Das ist evolutionär begründet. Der gemeinsame Vorfahre dieser Artengruppen hat früher einen Legebohrer gehabt, mit dem die Eier an ja, schlecht erreichbaren Orten abgelegt wurden. Man kennt das heute noch von einigen Gallwespen, die haben das noch. Aber bei den Bienen und auch bei einem Teil von den Wespen hat sich eben die Eiablage im Laufe der Zeit geändert, sodass der Legebohrer seine Funktion verloren hat. Und deswegen wurde er umgewandelt in einen Stechapparat, der jetzt halt der Verteidigung dient. Aber da eben nur die Weibchen Eier legen, haben auch nur die Weibchen einen Stechapparat behalten oder entwickelt. Und wenn wir von den Bienen sprechen oder auch von den Wespen sprechen, dann denken die meisten Menschen ja vor allem an die Honigbiene, die staatenbildend ist, oder auch an die deutsche und gemeine Wespe, die auch staatenbildend ist und halt über ganz viele Arbeiterinnen verfügt. Also so Völker können ja ganz groß werden. Aber das Spannende ist, dass die meisten Wildbienen und auch die meisten Wespen eigentlich solitär leben. Das heißt, ein einzelnes Weibchen versorgt die Brut alleine und sammelt eben Pollen und Nektar und trägt den ein. Zu unterscheiden sind die Bienen und die Wespen vor allem an der Färbung. Wespen sind ja deutlich kräftiger gefärbt. Die haben diese typische Abwehrzeichnung schwarz-gelb, die schon signalisiert, komm mir nicht zu nahe, ich kann dir was tun. Also das ist tatsächlich in der Natur so angelegt, dass die damit schon mögliche Angreifer warnen, während unsere Bienen häufig eher graubraun gezeichnet sind und auch
die Behaarung, also der Pelz, sage ich jetzt mal, ist bei beiden Artengruppen ein bisschen unterschiedlich. Die Wespen sind eigentlich nackig, die haben kaum Behaarung, während einige Bienen schon sehr dicht behaart sind. Gerade bei den Wildbienen findet man da Tiere, die sehen den Hummeln unglaublich ähnlich. Also auch Hummeln sind Wildbienen. Aber da gibt es so ein paar Arten, die sind wirklich auch ganz toll gefärbt. Und ein weiterer Unterschied ist die Art der Nahrungssuche. Wespen sind aktive Jäger tatsächlich, also die versorgen ihre Brut mit tierischem Eiweiß, wohingegen Bienen ja nur Pollen und Nektar sammeln. Ganz kurz, bevor ich zum Thema Stechen sozusagen komme, möchte ich Ihnen noch einen Einblick in die Artenvielfalt bei den Hautflüglern geben. Denn wir haben eine unglaublich reichhaltige Bienen- und auch Wespenflora in Deutschland. Es gibt über 550 Wildbienenarten in Deutschland und auch mehrere hundert Wespenarten. Und ich habe Ihnen hier mal einen kleinen Einblick mitgebracht, wie unterschiedlich diese Tiere aussehen können. Und ich finde sie teilweise tatsächlich auch wunderschön gefärbt. Also zum Beispiel diese Rheinfarn-Maskenbiene hier unten. Die Männchen tragen so ein elfenbeinfarbenes Gesichtsschild. Oder auch die Langhornbiene, die Juni-Langhornbiene. Da haben die Männchen Fühler, die sind fast doppelt so lang wie der eigentliche Körper. Also da haben wir ganz tolle Arten, die alle ihre Funktion auch im Ökosystem haben. Und überaus spannende Lebensweisen aufweisen. Ja, also zum Beispiel, es gibt einige Arten, die sind so eng an Pflanzen gebunden, die können ihre Nachkommen nur von einer einzigen Pflanzenart ernähren, also nur von den Pollen und Nektar einer einzigen Pflanzenart und sind, wenn die Pflanze weg ist, somit vom Aussterben bedroht. Und alle miteinander, also alle Wildbienenarten und auch alle Wespenarten, haben halt eine große Bedeutung als Bestäuber von Bäumen, Blumen und Nahrungspflanzen in unserem Ökosystem. Hier gebe ich Ihnen nochmal einen kleinen Überblick über die Lebensweise von Wespen und Bienen. Auf die meisten Arten trifft das, was da jetzt steht, so zu, aber die sind so divers teilweise, dass auch hier nicht alle Fakten auf alle Arten anzuwenden sind. Fangen wir kurz bei den Wespen an. Hier leben, wie gesagt, die meisten Arten solitär. Es gibt einzelne sozial lebende Arten. Diese bilden dann einen sogenannten Sommerstaat. Das heißt, der Staat besteht nur den Sommer über, stirbt dann im Winter ab. Und die Königin überwintert als einziges Tier, um dann im Folgejahr wieder einen neuen Staat zu gründen. Die Waben werden aus Holz gebaut. Das konnten Sie vielleicht schon mal beobachten. Man sieht Wespen häufig auf Totholz sitzen und die nagen das dann so ab und tragen das dann eben ein, um das Nest weiterzubauen. Und die Larven werden vom tierischen Eiweiß ernährt. Die erwachsenen Tiere ernähren sich überwiegend erstmal pflanzlich, wobei je weiter der Sommer voranschreitet, sind sie dann teilweise auch auf tierisches Eiweiß angewiesen. Und wie man das so kennt, besteht der Staat eben aus Königin, Arbeiterin und den später im Jahr vorhandenen Männchen. Bei den Wildbienen ist es tatsächlich so, dass bis auf die Honigbiene alle Wildbienen solitär leben. Es gibt so Mischformen, wo sich kleinere Nester bilden, aber trotzdem fast immer das Weibchen für sich selber sorgt. 75% unserer Wildbienen nisten unterirdisch. Die restlichen 25% bauen ihre Nester aus ganz unterschiedlichsten Materialien. Mit die spannendsten sind hier die Bienchen, die in Schneckenhäusern nisten, die also tatsächlich ein leeres Schneckenhaus suchen und dort ihre Waben reinbauen oder ihre Zellen reinbauen und das Schneckenhäuschen dann noch zusätzlich, damit es eben nicht geräubert wird, mit altem Stroh und Gras überdecken. Ganz spannend. Auch ein ganz hübsches Tierchen. Die Larven ernähren sich von Pollen und Nektar. Und es gibt einige Bienenarten, die es tatsächlich aufgegeben haben, eigene Nester zu bauen. Und die haben sich, die heißen auch Kuckucksbienen, also die haben quasi die Lebensweise des Kuckucks wie bei den Vögeln adaptiert und legen ihre Eier in Nester anderer Arten ab. Und die Larven ernähren sich dann dort von den bereits eingetragenen Pollen und Nektar. Ja. Jetzt kommen wir zu der Frage, warum Wespen und Bienen eigentlich natürlicherweise stechen. Ich hatte ja schon gesagt, dass nur die Weibchen einen Stechapparat tragen. Und es ist natürlich so, dass die Tiere grundsätzlich zur Verteidigung stechen. Also meistens zur Verteidigung stechen. Es geht dann häufig darum, dass das Einzeltier gefährdet ist. Manchmal ist es eben auch so, dass man dem Nest zu nahe kommt und die Arbeiterinnen dann zur Verteidigung des Nestes stechen. Da Wespen aber auch
jagen, also Beutetiere mit Hilfe ihres Gifts lähmen, ist ihr Stachel glatt und sie können ihn aus dem Tier wieder herausziehen. Sonst würde ja jedes Mal, wenn die Wespe etwas erlegt und der Stachel hängen bleibt, dann würde die Wespe ja, so wie es bei den Bienen ist, mit sterben. Und deswegen ist der Stachel eben glatt ausgebildet, damit die Wespe ihn wieder herausziehen kann und ihn somit mehrmals einsetzen kann. Bei den Bienen ist es so, wie gesagt, dass die eben über einen Widerhaken verfügen am Stachel. Und deswegen sticht die Biene auch nur im äußersten Notfall und als letztes Mittel. Wenn sie wirklich das Gefühl hat, ihr Leben ist bedroht, dann sticht sie halt, um sich zu verteidigen, obwohl dieser Stich eben ihren Tod bedeutet, weil der Stachel in der Haut des Menschen hängen bleibt und so die Giftblase herausgerissen wird und teilweise halt auch die inneren Organe. Bei den Wildbienen ist es so, also wirklich bei den klassischen Wildbienen, die stechen eigentlich nur zur Verteidigung. Und das Interessante ist, sie können zwar prinzipiell alle stechen, aber sie kommen gar nicht durch die menschliche Haut. Also bis auf die Hummeln, die bilden hier eine Ausnahme. Hummeln können stechen, die kommen auch durch die menschliche Haut durch. Aber ansonsten ist der Stachel der Wildbienen dafür häufig zu schwach ausgeprägt, um überhaupt durch die Haut durchstoßen zu können. Darüber hinaus meiden die meisten Wildbienen und auch Wespenarten den menschlichen Kontakt. Also es gibt wirklich nur zwei Arten, die uns halt auf der Terrasse oder auf dem Balkon im Sommer dann ärgern. Das sind die gemeine Wespe und die deutsche Wespe. Das sind die zwei Arten, die klassisch anfliegen, wenn man halt draußen frühstückt oder auch zum Mittag isst. Alle anderen Arten meiden den menschlichen Kontakt und finden auch Nahrung des Menschen gar nicht spannend. Ja, wie schon gesagt, die meisten Bienen und Wespen stechen eigentlich nur zur Verteidigung. Meistens handelt es sich dabei um die Verteidigung des Einzeltieres. Also das Tier fühlt sich in Bedrängnis und möchte sich wehren. Und typische Situationen sind eben, die Tiere fliegen in die Kleidung oder auch unter den Fahrradhelm. Das ist mir mal passiert, als ich beim Fahrradfahren, man kreuzt die Wege und das Tier hängt unter dem Helm fest und kommt halt nicht wieder raus und fühlt sich in dem Moment bedroht. Die meisten Konfliktsituationen treten sicherlich im Sommer auf der Terrasse oder auf dem Balkon auf, wenn man draußen zur Mahlzeiten einnimmt und die Tiere dort dann eben Nahrung suchen. Was immer im Schwimmbad auch eine klassische Situation tatsächlich häufig, dass man auf das Tier dann tritt in der Wiese. Und auch da heißt es, dass man vorsichtig schaut, ob halt irgendwas vor einem kreucht und fleucht. Wenn es dann soweit ist, dass man, sag ich mal, im Spätsommer oder so ja, August, Juli, August draußen ist und die Tiere erscheinen dann auf der Terrasse oder auf dem Balkon, heißt es ganz grundsätzlich natürlich Ruhe bewahren. Schnelle Bewegungen wirken auf die Tiere halt wie ein Angriff. Also sie verwechseln das, fühlen sich bedroht und neigen dann eher zum Stechen. Und auch das Anpusten der Tiere ist eine schlechte Idee. Das Kohlenstoffdioxid, das in unserem Atem vorhanden ist, wenn wir ausatmen, ist für die Tiere ein Angriffssignal. Weil wenn man sich jetzt mal in so eine Wespe versetzt, also in ihrem normales Lebensumfeld, dann werden solche Nester immer mal wieder doch von Säugetieren, wie zum Beispiel Bären, ja geräubert. Und wenn dann diese Bärenschnauze vor dem Wespennest oder auch dem Bienennest auftaucht und er atmet aus, dann ist das sozusagen für die Tiere das erste Signal, dass was Schlimmes gleich passiert. Und deswegen reagieren die auf das Kohlenstoffdioxid in unserem Atem eben auch im Verteidigungsmodus. Was häufig schon mal hilft, wenn man draußen isst oder trinkt, dass man die Speisen und Getränke abdeckt. Dadurch steigen ja weniger Düfte auf, die Wespen anlocken können. Und es ist allgemein so, dass Düfte Wespen anziehen. Also starke Düfte wie Parfüms, Cremes oder auch tatsächlich Möbelpolitur, die ziehen die Tiere an, die riechen das über eine weite Entfernung und finden das irgendwie spannend und gucken halt nach, ob es da was zu fressen gibt. Und sowas sollte man möglichst vermeiden, wenn man halt draußen zur Abend oder zum Mittag ist. Was sich als ganz praktikabel angeboten hat oder entwickelt hat, ist die sogenannte Ablenkfütterung. Da kann man in etwa 5 bis 10 Meter Entfernung zur Terrasse oder zum Tisch Früchte als Alternative anbieten. Und Versuche haben ergeben, das habe ich jetzt tatsächlich auch erst gelernt in der Recherche zu dem Vortrag, dass überreife Weintrauben da das beste Mittel sind. Also das finden wohl Wespen sowas von spannend, dass sie dann auch von dem Kochschinken oder dem Marmeladenbrötchen ablassen, das auf dem eigenen Teller sich befindet.
sowas wie Marmelade und Honig ist tatsächlich nicht gut geeignet. Die Tiere werden dadurch aggressiver. Es gab da mal Untersuchungen zu, also in dem Projekt Jugend forscht sozusagen, und da haben die das herausgefunden, fand ich ganz spannend. Und ich möchte hier noch einen kurzen Appell loswerden. Ich weiß, wie nervig Wespen auf der Terrasse sein können, aber bitte verwenden Sie keine selbstgebauten Wespenfallen. Man sieht das immer mal in Bäumen hängen, in Gärten. Das sind halt meistens Glasflaschen, die gefüllt sind mit Saft, oder ich glaube, manche machen das auch mit Bier. Und die Tiere sind angezogen von dem Duft, krabbeln durch die Öffnung, fallen da rein, kommen nicht wieder raus, weil die Öffnung ja oben viel schmaler ist. Die finden also den Rückweg nicht. Und die ertrinken wirklich zu Hunderten jämmerlich in dieser Flüssigkeit. Und das ist für die Tiere eine Qual. Und es bringt auch nichts, weil also es wird ja immer, dieser Duft lockt ja die Tiere immer weiter an. Und es führt einfach nur dazu, dass die Tiere zu Hunderten teilweise da drin verenden. Und da ist diese Ablenkfütterung im Sinne des Tierschutzes und auch des Naturschutzes eine deutlich bessere Alternative. Ja, nachdem ich jetzt ganz viel zu den Bienen und den Wespen aus menschlicher Sicht sozusagen erzählt habe, möchte ich jetzt noch mal ganz kurz auf ihren Nutzen im Ökosystem eingehen. Denn sie sind dort eine der Artengruppen, die für uns auch als Menschen eine ganz, ganz hohe Bedeutung haben. Denn rund 80% aller Pflanzenarten, die wir so kennen, sind auf Fremdbestäubung angewiesen. Das heißt, sie brauchen in irgendeiner Form einen tierischen Kollegen, der für sie die Bestäubung übernimmt, sonst können sie sich nicht fortpflanzen. Und der gesamte ökonomische Wert, der durch die Blütenbestäubung entwickelt wird oder erzielt wird, wird auf 153 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt, wobei neuere Studien jetzt gezeigt haben, dass man eher davon ausgehen kann, dass dieser ökonomische Wert bei 1 Billion liegt. Und das ist quasi diese Leistung, erbringen die Tiere, die Insekten für uns ja im Moment noch, muss man leider sagen, kostenlos. Und wir profitieren auf ganz unterschiedlichen Wege davon. Meistens sind es natürlich Nahrungsmittel, die wir dann zu uns nehmen, aber auch Arzneimittel werden mithilfe der Bestäubung von Wespen und Bienen hergestellt. Und dementsprechend muss man sagen, dass eben beide Artengruppen für eine effektive Bestäubung ganz wichtig sind. Und man muss auch sagen, je vielfältiger die Bestäubung ist, desto effektiver und stabiler ist auch die Bestäubung als solche. Also desto größer werden zum Beispiel Äpfel an einem Apfelbaum. Ja, und vielleicht haben Sie es in den Nachrichten schon gehört oder auch in der Zeitung gelesen. Inzwischen hat es ja doch die breiten Medien erreicht. Es geht unseren Insekten eben nicht gut. Es kommt überall tatsächlich auf der ganzen Welt zum Insektensterben. Also es gibt jetzt Studien, die gezeigt haben, dass das wirklich überall passiert. Das ist weder ein Phänomen, das nur in den Tropen geschieht oder nur bei uns. Überall auf der Welt nehmen die Bestände an Bestäubern ab, sowohl in der Artenvielfalt als auch in der Menge einer Art, also wie viele Tiere einer Art es noch gibt. Und das ist ganz dramatisch und alarmierend, weil wir können ohne Biene tatsächlich nicht leben oder ohne Bestäuber nicht wirklich gut überleben. Und die Ursachen für dieses Insektensterben sind ganz vielfältig. Ich will die hier auch nur ganz kurz anreißen. Wichtig ist halt, dass man im Hinterkopf behält, es lässt sich nicht auf die eine einzige Ursache herunterbrechen. Es ist ein Zusammenspiel vieler Faktoren. Die Landwirtschaft hat ihre Rolle, aber auch der Flächenverbrauch für Siedlungen und Straßen. Und natürlich auch der Klimawandel wird mit seinen Folgen dazu beitragen, dass es unserer Bestäuberfauna immer schlechter geht. Und es gibt in den Details noch ein paar Wissenslücken, aber man muss sagen, dass die Wissenschaft inzwischen genug Belege für dieses Insektensterben dargelegt hat, dass man sagen muss, wir müssen jetzt anfangen, etwas gegen dieses Insektensterben zu tun. Ansonsten sieht unser Tisch nämlich irgendwann so aus wie oben rechts in dem kleineren Bild. Ich habe Ihnen hier mal gegenübergestellt, über welche Nahrungsmittel wir verfügen, solange es eine intakte Bestäubergemeinschaft gibt. Und über welche Nahrungsmittel wir verfügen, wenn es die eben nicht mehr gibt. Und man sieht schon auf dem Bild den Unterschied und man muss sagen, dass das Insektensterben beträchtliche ökologische und auch ökonomische Folgen nach sich zieht. Und für uns im Zweifelsfall bedeuten würde, dass wir auf den Großteil unseres Obstes zum Beispiel verzichten müssten. Und natürlich sind es ja nicht nur wir Menschen, die von den Bestäubern profitieren oder von den Insekten. Man muss ja bedenken, dass die quasi für fast alle Artengruppen das Grundnahrungsmittel sind sozusagen. Also Amphibien, Fledermäuse, Vögel, die ernähren sich ja alle von Insekten.
Und wenn die natürlich nicht mehr da sind, dann würde es auch bei diesen Arten massive Bestandseinbrüche geben. Ja, und mit diesem kleinen Ausblick sozusagen möchte ich dann meinen Vortrag schließen, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und habe Ihnen noch ein kleines Zitat mitgebracht. Das zeige ich immer sehr gerne. Ich finde das sehr schön, weil ich glaube, dass das genauso, wie es da steht, zutrifft. Vielen Dank. Ja, dann würde ich Sie bitten, dass Sie jetzt Ihre Fragen stellen. Erstmal vielen Dank für den interessanten Vortrag, Frau Brohm. Da haben wir ja viel erfahren darüber, was wir eigentlich tun müssten, um die Insekten etwas besser zu behandeln und was wir tun können, um geruhsamer im Freien zu essen. Solange die Fragen jetzt noch nicht live kommen, ich habe ja auch schon einiges im Vorfeld erhalten, fange ich mal an. Die erste Frage lautet, was kann man denn tun, wenn man das Wespennest tatsächlich am Haus hat? Also wenn die nicht einfach nur vorbeikommen, sondern wenn die da auch wohnen. Ja, ganz wichtig, Wespennester stehen unter Naturschutz. Bitte nicht selber Hand anlegen. Lieber einen Sachverständigen holen, da gibt es einschlägige Adressen. Tatsächlich kann man auch bei den unteren Naturschutzbehörden erfragen. Die haben da meistens Sachverständige zur Hand, die dann helfen, dieses Nest zu beseitigen. Wenn man da selber Hand anlegt, ist es einmal aus Sicht des Naturschutzes tatsächlich, ich sag mal strafbar, also es ist eine Ordnungswidrigkeit. Und zum anderen ist es auch nicht ratsam, wenn man nicht geübt ist im Umgang mit diesen Tieren. Es gibt einiges, worauf man achten muss. Man muss nämlich möglichst viele Tiere dieses Nestes mitnehmen. Ansonsten, wenn die da noch rumgeistern, dann werden die aggressiv, weil die ihr Zuhause nicht mehr wiederfinden sozusagen. Und da ist man als Laie gut beraten, sich einen Fachmann dafür zu holen. Und wo werden die dann hingebracht? Oder werden die dann einfach umgesiedelt? Oder werden die dann... Die werden, also häufig haben diese Sachverständigen dann eine Wiese, wo die hinbringen. Also da hängen dann schon so Kästen, also häufig Vogelkästen zum Beispiel, und die setzen das Nest dann da ein und lassen die da zur Ruhe kommen und dann streuen die dann die nächsten Tage halt wieder in ihrer Umgebung umher und finden sich zurecht. Ja, also die werden tatsächlich aktiv umgesiedelt, kriegen quasi ein neues Zuhause, wenn man so möchte. Okay, so eine Art Wohngemeinschaft. Genau. Dann kommt eine Frage aus dem Publikum. Backt Thuringiensis gegen Mücken überall in offene Wasserflächen, hemmt Häutung der Mücken. Mhm. Ist das wirklich unschädlich für Bienen und Wespen etc., da diese ja an diesen Stellen Wasser aufnehmen? Ich hoffe, Frau Brumm, Sie wissen, was Backt Thuringiensis ist. Das ist ein, oh Gott, jetzt muss ich, ein Bakterium ist das, glaube ich. Ja, oder ein Pilz, ich kriege es immer nicht genau auseinander. Ja, ich weiß, was das ist. Das wird tatsächlich am Rhein überwiegend eingesetzt zur Schnakenbekämpfung. Ich kenne das, weil ich mal in Groß-Gerau in der Naturschutzbehörde gearbeitet habe. Das ist, ich finde, das ist ein schwieriges Thema. Ich weiß, dass es wahrscheinlich dort notwendig ist, das einzusetzen. Es ist ein Eingriff ins Ökosystem, muss man ganz klar sagen. Es verhindert ja auch, dass es viele Schnaken gibt. Da muss man auch überlegen, was heißt das für die Fledermäuse, die dort leben, oder auch für die Vögel. Ja, also es hängt ja alles miteinander zusammen. Ob es Auswirkungen auf Hautflügler hat, kann ich tatsächlich nicht sagen. Das weiß ich nicht genau. Also ob die da irgendwie dann Schwierigkeiten haben durch dieses Bakterium, das weiß ich nicht. Wobei, wenn es halt auf das Häutungsstadium abzielt, dürfte eigentlich nichts passieren, weil erwachsene Bienen und Wespen häuten sich ja nicht mehr. Dann nochmal die Rückfrage nach der Anlaufstelle für den Abtransport oder das Kümmern um die Wespennester. Wer ist da nochmal zuständig? Am besten immer bei der eigenen unteren Naturschutzbehörde nachfragen. Also ich vermute mal, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier nur Gäste aus Hessen haben, aber es gibt ja je Landkreis immer eine zuständige untere Naturschutzbehörde. Das müsste eigentlich überall so sein. Und die haben eigentlich immer Kontakte zu den Sachverständigen für Wespennester. Das ist immer so die beste Anlaufstelle. Dann die Frage, warum gibt es denn mal viele und mal wenige Wespen? Das kommt drauf an, wie nah das Nest an Ihrem eigenen Wohnort liegt, würde ich jetzt mal so sagen. Also es ist ja jedes Jahr unterschiedlich. Die Wespe zieht jedes Jahr um, das muss man wissen. Also nur weil man einmal ein Nest in der Nähe hatte, heißt das nicht, dass die Königin dort für das nächste Jahr bleibt. Das heißt, die schwirrt irgendwann im Frühjahr los und sucht sich wieder einen Nistplatz.
Wenn der weit weg vom eigenen Haus ist, kriegt man halt nicht so viel Wespen ab, ist der wieder näher dran, besuchen einen mehr. Und rein biologisch gesehen kommt es natürlich bei der Größe von so einem Nest drauf an, wie die Witterung ist. Also ich vermute mal, dieses Jahr, so wie sich der Sommer gestaltet, werden wir eher kleinere Wespenvölker haben. Einfach weil die Witterung kalt, nass, wenig Sonnentage für die Tiere dann auch nicht optimal ist, um sich zu entwickeln und um eben Nahrung einzutragen. Das heißt aber dann, es gibt gute Wespenjahre und schlechte Wespenjahre, ja, sozusagen, ja, je nachdem, welche Perspektive man einnimmt. Richtig. Dann tote Bienen unter der Linde. Was kann die Ursache sein? Ach so, ja, das ist ein klassisches Phänomen. Das sieht man ganz häufig in Großstädten vor allem. Linden sind ganz, ganz spannend für Bienen. Also die riechen weit, die tragen, also ne, die haben... duften stark und wirken für Bienen wie so ein Magnet. Die fliegen da alle rein. Die Linde gibt aber erstaunlich wenig Pollen und Nektar ab. Also für die, das ist teilweise zu wenig für das Tierchen, um sich so zu versorgen und dann den Weg zurück zum eigenen Nest zu schaffen. Man muss das also sich so vorstellen, dass die Biene ganz, ganz weit fliegt, um dahin zu kommen, zu dieser Quelle, was für sie so spannend ist. Aber sie findet dann dort nicht genug Nahrung und um den Weg zurückzuschaffen sozusagen, und die verhungern dann in Anführungszeichen in der Linde und fallen dann erschöpft aus den Blüten. Dann müsste man die Linde mit reichhaltigeren Blüten umgeben. Aber sie ist darauf halt nicht, also genau, wenn sie dann in der Umgebung was findet, genau, wo sie sich dann stabilisieren kann und wieder zu Kräften kommen kann, dann würde das helfen. Ja, genau. Kompensieren, okay. Ja. Dann dieses Jahr habe ich nur die asiatischen Hornissen gesehen. Wie gefährlich sind die? Also wenn die wirklich schon hier, also ich weiß, dass es vereinzelt Sichtungen gab, ich weiß nicht genau, wie weit sie sich inzwischen entwickelt hat, da bitte wirklich Abstand halten. Die asiatischen Arten, also wir haben ja eine asiatische Hornisse und ich glaube, irgendwas wandert im Moment auch noch bei uns ein, die sind tatsächlich ein bisschen garstiger. Also die stoßen mehr Gift aus, soweit ich weiß, und die jagen ja auch unsere Wespen und unsere Hornissen. Also die sind nochmal von der Statur her ganz anders. Die sind viel größer, sind auch ein bisschen anders gefärbt. Die sind nicht so leicht zu handeln. Da heißt es wirklich Abstand halten und auch melden. Also wenn es da Sichtungen gibt, würde ich das an die zuständige Naturschutzbehörde weitergeben. Ich meine, es gibt ein Monitoring in Deutschland, wo diese Art schon überall ist, weil die eben auch für unsere Insekten, also für unsere staatenbildenden Insekten, durchaus zur Gefahr werden kann. Also auch wieder die untere Naturschutzbehörde? Ja, die würde ich mal ansprechen, ja. Okay. Dann Wespennester hinter Rollläden. Ist es denn tatsächlich so, dass man die nur durch Tötung eliminieren kann? Also das ist ein eigenes Erlebnis. Die Feuerwehr hat wohl gesagt, das Wespennest kann man anders nicht entfernen. Und wochenlang war das dann sehr unangenehm geruchstechnisch. Ja, die fallen dann auch irgendwann alle immer wieder tot aus dem Rollladenkasten. Das ist nicht so schön, wenn man die da drin abtötet. Ich glaube, wenn die im Rollladenkasten sind, ist es tatsächlich sehr schwierig, die da rauszukriegen, beziehungsweise es ist halt einfach ein baulicher Eingriff am Haus, um die da rauszukriegen. Anders geht es halt nicht. Auch hier kann ich nur wieder auf Sachverständige verweisen, die sich damit auskennen. Vielleicht wissen die einen Weg, der so, also dass der Eingriff am Haus sozusagen so gering wie möglich ausfällt. Das könnte man nochmal versuchen, die zu fragen. Aber ich glaube, im Rollladenkasten, das ist für die Tiere wirklich der ungünstigste Standort, um sie erfolgreich umzusiedeln, tatsächlich, ja. Dann Windräder. Da wird ja oft gesagt, die seien gefährlich für Insekten. Trifft das auch für Bienen, Wildbienen, Wespen, Hornissen, also für unsere Insekten zu? Also wenn es irgendwann, also ich wüsste im Moment von keiner richtigen Studie, dass die das Auswirkungen da nachgewiesen hat. Ich weiß, für Vögel und Fledermäuse ist es verständlich als Schlagopfer. Bei Insekten wird häufig, glaube ich, der Infraschall diskutiert. Ich wüsste von keiner Studie im Moment, die das belegt. Wenn es dazu kommen sollte, dass die Studie das belegt, dann wird es wohl für alle unsere Insektengruppen gleich schwierig sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil, sage ich mal, die Funktionalität von Augen und so weiter und so fort, ist ja doch vergleichbar bei den Tieren. So, dann habe ich abschließend noch einen Kommentar. Und zwar sagt jemand aus Niedersachsen, Nordheide, wir haben auch keine normalen Hornissen mehr. Die sind alle viel größer.
Ja, das kann so, also ich meine, die ist eigentlich wärmeliebend. Normalerweise würde man erwarten, dass die im klassisch im Kaiserstuhl anfängt, sich auszubreiten, aber es, ich weiß im Moment nicht, wie die aktuellen Zahlen sind. Auf jeden Fall, man kann sagen, dass die in Ausbreitung begriffen sind, sicherlich auch begünstigt durch den Klimawandel, das muss man so sagen, ja. Ja gut, dann haben wir alle Fragen beantwortet. Unsere Redezeit und Fragezeit ist auch zu Ende. Dann darf ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, ja. Frau Brohm, für den super interessanten Vortrag. Und dann wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende. Ebenso. Vielen Dank. Und dann möchte ich gerne den Herrn Professor Löffler begrüßen. Der hat sich auch schon eingeschaltet. Herzlichen Dank. Ich hatte ihn schon vorgestellt, aber für die neu hinzugekommenen sage ich nochmal, der Herr Professor Löffler ist Direktor der Hautklinik, Leiter des Hauttumorzentrums Heilbronn-Franken, der SLK-Kliniken Heilbronn, und er ist auch Imker. Wir haben hier also zwei Referenten in einer Person und ich bin schon sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Ich schalte mich ab. Ja, vielen Dank, Frau José, für die einführenden Worte. Also in der Tat bin ich in diesem Fall weniger als Leiter der Hautklinik, sondern vielmehr als einer der Initiatoren des Allergiezentrums Heilbronn-Franken hier. Und ja, wir befassen uns an diesem Allergiezentrum sehr viel mit Bienen- und Wespengiftallergie. Das ist der berufliche Background und in der Tat, Sie haben es angedeutet, ich bin selber halt auch noch Imker und als Imker diesen Tierchen sehr eng verbunden, was halt eine nette Koinzidenz bedeutet. Auf der einen Seite sehe ich die Probleme, die sie machen können, auf der anderen Seite kann ich Ihnen sagen, da gibt es auch ganz eine große Menge Nutzen, die wir von diesen Tierchen haben können. Nun, mein Thema heute beschäftigt sich allerdings eher mit den Problemen als mit dem Nutzen. Und ich erzähle ganz gerne, was jetzt die Allergiker wissen sollten und werde mich bei verschiedenen Dingen auf den vorherigen Vortrag auch beziehen können. Nun, gestochen werden tut man eigentlich immer wieder. Und wenn jemand gar nicht gestochen wird in seinem Leben, dann macht er was verkehrt in seinem Leben. Dann ist er nämlich einfach nicht draußen in der Natur unterwegs. Das heißt, ein Stich, das kann einen immer wieder erwischen. Und was dann passiert mit dem Stich, ist auch relativ normal. Eine Lokalreaktion, die juckt, die brennt, die anschwillt. Das ist erstmal alles keine Dramatik, das kennen wir sehr gut. Und ich glaube, ganz viele von uns haben so ihre eigene Idee und ihren eigenen Trick, wie man mit solchen Stichen umgeht. Kühlen ist mit Sicherheit immer gut. Kaltes Wasser ist da schnell zur Hand. Eis ist prima. Bei meinen Kindern hat sich hier bei Erdbeereis besonders gut bewährt. Aber es gibt die unterschiedlichsten Methoden. Ich habe mal in so Imkervereinen rumgefragt, was nehmt ihr denn, um diese lokalen Reaktionen besser in den Griff zu kriegen. Und da wird alles genannt. Da kann man Zwiebel drauf tun, Propolis drauf tun, jede Menge andere Naturheilverfahren. Gibt allerdings auch viele Menschen, die mit Temperatur arbeiten, neben der Kälte nämlich auch mit heißer Temperatur. Und da wird auch mal empfohlen, den heißen Löffel direkt nach dem Stich drauf zu tun. Dieser heiße Löffel und die Effektivität des heißen Löffels hat dann auch dazu geführt, dass man das Ganze professionalisiert hat im Sinne von einem By the Way. Das ist dieser elektronische Stichheiler, der mit Hitze arbeitet. Der geht, ist es individuell sehr unterschiedlich. Ich muss sagen, bei Mückenstichen geht es, glaube ich, noch gut. Bei diesen Stichen der Bienen und Wespen habe ich immer das Gefühl, dass es weniger was bringt. Das kann man eigentlich nur individuell ausprobieren. Dann gibt es wieder so die Tricks von vielen: Teebaumöl, Aloe Vera Gels, topische Antihistaminika aus der Apotheke, muss ich sagen, das ist sehr, sehr eingeschränkt. Die Wirksamkeit aus medizinischer Sicht sind tatsächlich kurzfristig aufgetragene Cortisoncremes noch das Effektivste, was man dabei dann machen kann. Aber es geht ja nicht um die normale, sanfte Stichreaktion, die Lokalreaktion, sondern ich möchte vor allen Dingen über die Anaphylaxie reden, über die schwere
allergische Reaktion. Und dass das keine Seltenheit ist, zeigen Ihnen hier diese Daten aus dem Anaphylaxie-Register. Bei Kindern und Jugendlichen ist die Insektengiftallergie die zweithäufigste Ursache von schweren allergischen Reaktionen. Im Kinder- und Jugendalter sind es die Nahrungsmittel, die da das häufigste Auslöser darstellen. Das ändert sich, je älter man wird. Im Erwachsenenalter sind es mit Abstand die Insektengifte, die am häufigsten zu schweren allergischen Reaktionen führen. Und interessant sind die Nahrungsmittel, die dann plötzlich ziemlich weit zurückfallen. Also tatsächlich, wenn wir über schwere Allergien reden bei Erwachsenen, so reden wir in den meisten Fällen über die Insektengiftallergie. Das ist auch tatsächlich in Deutschland immer wieder ein Problem. Hier bei uns in Heilbronn wurde vor 3 Jahren ein berühmter Gastwirt davon betroffen. Es kommt regelmäßig zu schwersten Komplikationen und Todesfällen aufgrund von eigentlich einer einfachen Insektengiftallergie. Und wenn wir uns das mal betrachten, ja, 60% der Menschen sind irgendwann gestochen worden. Also ich frage mich immer, was machen die anderen 40%, die noch nie gestochen worden sind. Interessant ist, wenn ich jetzt mal alle testen würde, so würde ich sehen, es gibt tatsächlich bei einem Viertel der Menschen gibt es auffällige klinische Tests. Das heißt aber, 25% der Menschen wären auffällig in der Testung, aber die haben tatsächlich nicht alle ein Problem. 20% haben starke Lokalreaktionen, aber nur 5% zeigen tatsächlich eine systemische Reaktion, also eine schwere anaphylaktische allergische Reaktion, der man dann auch hinterhergehen muss und wo man was machen muss. 3 bis 5% sind das. Jetzt kann man sagen, nur, ich sage, das ist verdammt viel. 3 bis 5% der Gesamtbevölkerung, das ist eine richtige Nummer, Hausnummer. So, jetzt mal, was passiert denn bei einer allergischen Reaktion? Es gibt die schon erwähnte Lokalreaktion. Die kann ganz normal aussehen, bis 10 cm Schwellung. Da macht sich, glaube ich, auch keiner großartig Gedanken darüber. Kann aber sehr unangenehm sein, gerade wenn sie über ein Gelenk rübergeht. Aber auch darüber hinaus. Manche Menschen werden an die Hand gestochen und entwickeln eine Schwellung, die geht auf den Unterarm und auf den Ellenbogen. Das ist dann zwar eine verstärkte Lokalreaktion. Manche reden auch von einer lokalen Allergie. Aber wir verstehen darunter noch nicht einen Insektengiftallergiker, den es zu behandeln gibt. Dazu brauchen wir eine Reaktion, die über die Lokalreaktion hinausgeht. Und da haben wir verschiedene Grade. So der schwächste Grad 1, das ist eine Reaktion, die eigentlich nur an der Haut stattfindet. Wir haben also Quaddeln am ganzen Körper, eine Nesselsucht. Nesselsucht, man sieht so aus, als sei man halt nackig in die Brennnesseln reingefallen mit vielen, vielen Quaddeln und hat dann auch die Symptomatik, es juckt nämlich. Das kann an der freien Haut sind das die Nesseln, im Gesicht ist es eher so eine Schwellung des ganzen Gesichtes. Und dieser Schweregrad, der geht dann weiter zu einer mittelstarken allergischen Reaktion. Da ist dann nicht nur die Haut betroffen, sondern es kann einem übel werden. Man kann Schluckbeschwerden haben, leichte Atembeschwerden und Kreislaufprobleme. Irgendwie fühlt man sich nicht mehr so wohl, man muss sich mal hinsetzen oder hinlegen. Das ist dann eine mittelstarke allergische Reaktion. Und das geht dann so nahtlos über in eine schwere allergische Reaktion. Da werden dann die oben genannten Symptome alle etwas verstärkt. Das heißt, aus der Übelkeit wird tatsächlich Erbrechen oder unkontrollierter Stuhl-Harnabgang. Dann kann ich eine schwere Atemnot entwickeln. Gerade Asthmatiker haben die Gefahr dabei, tatsächlich einen Asthmaanfall zu bekommen. Und die Kreislaufproblematik kann so schwer werden, dass ich tatsächlich in einen Schock komme. Und letzte, schwerste Reaktion dann ist die fatale allergische Reaktion mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand, der immer wieder leider vorkommt. Und auch sehr schnell gehen kann. Das kann innerhalb weniger Minuten auftreten, weshalb man als Allergiker auf diese Situation vorbereitet sein muss. Da komme ich gleich noch dazu.
Das Gemeine daran ist, dass sich so eine Allergie nicht langsam aufbaut. Also beim ersten Stich, dann juckt die Haut, beim zweiten wird ein bisschen weich in den Beinen und so weiter. Nein, es kann beim Sensibilisierten tatsächlich so kommen, dass man eine Hautreaktion hat oder ein bisschen Übelkeit und dann bei der folgenden Stich vielleicht sehr schwer reagiert. Das kann also unabhängig von der Stärke des vorherigen Stichs sich entwickeln. So, jetzt kleine Testfrage. Ich gebe Ihnen mal hier zwei Gesichter. Das eine von einer jungen Frau nach einer Stichreaktion und das zweite von einem hochkompetenten jungen Oberarzt. Beide haben einen Stich abbekommen. Und jetzt ist die Frage, ist das jetzt tatsächlich eine relevante allergische Reaktion? Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, das können Sie bei dem hier vielleicht noch sehen. Hier habe ich vor 15 Jahren etwa, nee, 20 Jahren mittlerweile schon fast, einen Stich an der Stirn bekommen. Und das ist nichts anderes als eine Lokalreaktion, die ich daraufhin entwickelt hatte. Das war für mich überhaupt unproblematisch. Problematischer war es eher für den Patienten, den ich da operieren musste, einäugig. Das ging aber auch. Für diese Frau können Sie das eigentlich gar nicht beantworten. Denn wenn sie gestochen worden ist, mitten irgendwo ins Gesicht, so kann das immer noch eine schwere Lokalreaktion sein. Ist jedoch der Stich an einer anderen Körperstelle erfolgt, so ist das eher im Sinne von einer Gesamthautreaktion zu sehen. Dann würde sie vielleicht noch eine Urtikarie am Körper haben. Das wäre dann tatsächlich eine allergische Reaktion. So, dann kommen wir mal dazu, was mache ich denn, wenn ich gestochen werde und ich reagiere allergisch? Ich habe Luftnot, Kreislaufprobleme etc. Ist die Allergie bekannt, dann gebe ich in dem Moment sofort meine Notfallmedikamente oder nehme sie ein. Es sollte unbedingt der Notarzt gerufen werden. Man weiß nicht, Sie wissen nicht, wie geht diese Reaktion weiter, wird sie sehr schwer werden. Was mache ich mit jemandem, der vor mir die Allergie bekommt oder wenn ich auch betroffen bin? Wenn der Kreislauf die großen Probleme hat, hinlegen, Beine gegebenenfalls hochlagern, bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage und wie gesagt, sofort Notarzt rufen und auf den Notarzt warten. Wenn die Reaktion überstanden ist, dann unbedingt den Allergologen aufsuchen. Und das ist leider manchmal der Fall, dass man sogar im Krankenhaus behandelt wird. Und dann wird man entlassen und es wird dann gesagt, oh, und denken Sie dran, Sie haben eine Insektengiftallergie und toi, toi, toi. Das ist natürlich nicht genug, sondern man muss jetzt weitergehen. Man muss zum Allergologen einen Termin ausmachen und der macht dann mit einem etwas. Und zwar macht der drei Dinge in der Regel. Der verschreibt als allererstes mal ein Notfall-Z. Wenn der schon die Vermutung hat, Mensch, das könnte eine schwere Allergie sein, dann beschreibt er Ihnen relativ zügig ein Notfall-Z, was man dann bei sich tragen muss. Und dieses Notfall-Z besteht in der Regel aus drei Medikamenten. Das ist eine Adrenalin-Spritze, ein Adrenalin-Autoinjektor. Meistens ist ein flüssiges Corticosteroid dabei und ein Antihistaminikum, welches entweder als Tablette oder in flüssiger Form gegeben werden kann. Von besonderer Relevanz ist dieser Adrenalin-Autoinjektor. Und den sollte man nicht nur verschrieben bekommen, da sollte man sich sehr genau mit befassen und gezeigt bekommen, wie der wirkt und wie man ihn anwendet. Und da gibt es solche Trainer-Pens, damit kann man üben, die haben keine Nadel drin, sondern so Auslösermechanismen, die immer wieder gespannt werden können. Das muss man selber üben, so einen kann man mitbekommen, damit kann man zu Hause üben, da müssen die Menschen in der Umgebung müssen wissen, dass man den hat und wie man ihn anwendet. Also das hier ist das Zentralelement des Notfallsets. Dann geht der Allergologe hin und versucht, diese Allergie zu klären. Das macht er mit den unterschiedlichsten Methoden. Neben der Anamnese, also dem Gespräch mit Ihnen, wird er eine Testung vornehmen als Pricktestung und Intrakutantestung, wo in unterschiedlicher Dosierung dann das Gift an der Haut getestet wird. Ich habe Ihnen mal gezeigt, die
Prick- und Intrakutantestung, hier wieder die unterschiedlichen Dosierungen bei Biene und Wespengift. Und wenn man jetzt mal ganz genau guckt, dann sehen Sie hier auf der Seite der Biene, ist hier plötzlich eine Rötung und eine Quaddel vorhanden, die bei der Wespe bis zur letzten Testung nicht auftaucht. Wir haben hier also in diesem Fall einen Patienten mit einer nachgewiesenen Sensibilisierung gegen Bienengift vor uns. In der Testung wird dann auch noch Blut abgenommen werden. Da weist man dann spezielle Allergie-Antikörper im Bluttest sowohl im Blut nach, sowohl gegen das Gesamtgift exakt, aber es gibt da auch die Möglichkeit, ganz genau reinzugehen und zu gucken, innerhalb dieses Giftextraktes, welches sind die Epitope, die Stoffe, gegen die man tatsächlich allergisch ist. Ja, und jetzt ist die Allergie bestätigt. Man hat den Nachweis gefunden, man hat reagiert, man hat das nachgewiesen, dass man allergisch ist. Was macht mich jetzt? Und das ist der erste Punkt beim Allergologen immer: Ich kenne mein Allergen, dann sollte ich es meiden. Jetzt führt das in den seltensten Fällen dazu, dass man sagt, gut, gehen Sie einfach im Sommer mal die komplette Zeit im Keller. Das ist nicht zielführend. Sondern vielmehr machen Sie das, was wir eben gerade gelernt haben. Denn Sie wissen jetzt, wo die Insekten vor allen Dingen hingeben, was sie anlockt. Und genau diese Situationen müssen Sie einfach vermeiden. Bei den Wespen sitze ich halt mit dem Zwetschgenkuchen nicht draußen auf der Terrasse. Oder wenn die Wespen dann kommen, dann bin ich freiwillig derjenige, der sich zurückzieht. Übrigens kann ich noch anmerken, es wurde ja gesagt, ich kann so eine Ablenkungsfütterung vornehmen. Finde ich eine ganz spannende Sache, werde ich auch mal ausprobieren. Aber bitte machen Sie das in der Tat nicht mit Honig. Denn wenn Sie das mit Honig machen, so werden die Insekten, ich glaube, nicht unbedingt aggressiv, aber wer aus Versehen mal ein Honigglas draußen stehen gelassen hat, der wird sehen, dass sich da nicht ein, zwei Bienen drum bemühen, sondern Hunderte oder Tausende nach einigen Stunden da sind. Und das ist dann nicht Sinn der Sache. Also auf gar keinen Fall Honig draußen stehen lassen. Ja, Insekten meiden, klar, da haben wir jetzt einiges davon gehört, das ist relevant, aber das Entscheidende dann ist insbesondere die Hyposensibilisierung oder die allergenspezifische Immuntherapie, die da durchgeführt werden sollte. Diese Immuntherapie, die spezifische Immuntherapie, ist hochessentiell. Es ist nämlich das einzige Mittel, womit wir das Immunsystem wieder umpolen können, womit wir es schaffen können, eine Toleranz zu erreichen, dass man nicht mehr allergisch reagiert. Diese Therapie hat die besten Erfolgsquoten aller spezifischen Immuntherapien oder Hyposensibilisierungen, viel besser als die gegen Pollen etc. Und sie ist tatsächlich etwas, was ich immer gerne als Lebensversicherung bezeichne, weil es uns in der Regel gelingt, die Patienten, das Immunsystem der Patienten so zu verändern, dass überhaupt keine allergische Reaktion mehr auftritt. Und das ist, ja, um es neudeutsch zu sagen, einfach ein Gamechanger. Wir erreichen damit eine relevante Veränderung dieser Allergie. Wann mache ich das? Nun, bei Kindern ist diese Indikationsstellung ein bisschen sanfter denn bei Erwachsenen, denn da wird die Hautreaktion nie eigentlich als Anlass genommen für eine spezifische Immuntherapie, sondern man macht das erst ab einer Systemreaktion, also Kreislaufreaktion, Atemnot etc. Bei Erwachsenen sagt man ebenfalls wie bei Kindern ab Grad 2. Aber wenn zu einer Hautreaktion, zu einer reinen Hautreaktion noch Gründe dazukommen, also bestimmte Risikofaktoren bei älteren Menschen zum Beispiel, insbesondere eine Erkrankung muss man immer wieder erwähnen, die sogenannte Mastozytose, das ist eine absolute Hochrisikoerkrankung im Zusammenhang mit einer Insektengiftallergie. Dann bei Menschen, die regelmäßig gegenüber den Insekten exponiert sind, also der Klassiker bei uns sind es die Imker. Oder aber wenn jemand sich so stark eingeschränkt fühlt durch seine Allergie, weil er kaum sich raustraut, das sind alles Indikationen, dass man das bereits bei einer Nesselsucht dann durchführt. Wie macht man das? Nun,
Früher war es so, dass man das Ganze tatsächlich über eine ganze Woche gemacht hat. Ich habe noch selber angefangen, da waren die Patienten bei uns eine Woche lang stationär. Das ist Gott sei Dank nicht mehr notwendig, sondern mittlerweile gibt es diese Schnell-Ultra-Rasch-Protokolle. Die Patienten sind bei uns nur noch über 2 Nächte da. Man beginnt die Therapie mit 100.000stel der Giftmenge eines Stiches und rasend schnell geht man dann nach oben, bis man dann die Giftmenge von mehreren Stichen auf einmal eigentlich verträgt. In der Enddosis entspricht das ca. 2 Bienen- oder 10 Wespenstiche in einer einzelnen Injektion, die man dann bekommt. Die Anschlussbehandlung wird dann über 3 bis 5 Jahre durchgeführt, wo man dann zwischen 4 bis 6 Wochen jeweils die Injektionen bekommt. Langfristige Behandlungen kommen vor, können sinnvoll sein bei Patienten, eben zum Beispiel mit dieser Mastozytose oder bei Leuten, die dauernd an den Insekten arbeiten. Ganz wichtig, wenn man diese Behandlung durchführt, kann man sich gleich schon mal notieren, wenn ich irgendwie einen Infekt habe, mich nicht ganz wohl fühle, brauche ich gar nicht zur Injektion zu gehen, die kriege ich in dem Moment gar nicht. Ebenfalls am Tag der Injektion sollte man keine sportliche Betätigung machen, man muss fit sein und ausgeruht. Und das Notfallset sollte man sowieso dabei haben, aber auf jeden Fall eben auch zur Injektion mitnehmen. Ich habe immer wieder die Patienten, die sagen, naja Gott, also heute habe ich das nicht dabei. Ich bin nur jetzt hier bei Ihnen und da kann ja nichts passieren. Nein, Gegenteil ist der Fall. Gerade zur Injektion muss es auch mitgenommen werden. Gegebenenfalls kann man eine Stichprovokation durchführen nach einem halben Jahr bis Jahr. Das ist eine ganz interessante Variante, die wir in der Klinik, ein paar andere Kliniken anbieten für ein spezielles Patientengut. Und jetzt hoffe ich, dass wir dort dieses kleine Video mal kurz sehen können. Jawohl, das sieht schon nicht schlecht aus. Da sehen Sie den Oberarzt der Klinik, der eine meiner Bienen nimmt, die einer meiner Freiwilligen, die ich mitgebracht habe. Und diese Biene wird dann auf eine Patientin gegeben, die allergisch ist und die wir mittels einer spezifischen Immuntherapie versorgt haben. Nach einiger Zeit wollen wir jetzt feststellen, war das so erfolgreich, dass sie tatsächlich keine Reaktion mehr zeigt. Und Sie sehen, die Lokalreaktion ist da. Die Biene hat ihren Job getan und der Patientin ist überhaupt nichts passiert. Es war also sehr, sehr erfolgreich. Die Patientin kann damit jetzt beruhigt sein, dass die Therapie gewirkt hat. Und das ist in der Regel auch psychisch gesehen eine sehr, sehr gute Variante. So, jetzt wollen wir weiterkommen. Zusammenfassen. Die eben dargestellte Selbstmedikation ist definitiv nichts für den Allergiker, sondern das ist definitiv nur für den Nichtallergiker zu verstehen. Beim Verdacht auf eine Insektengiftallergie, bitte suchen Sie den Allergologen auf. Der Kontakt mit den Insekten muss natürlich vermieden werden. Das Notfallset, damit sollte man sich regelmäßig befassen, es trainieren und bei sich tragen. Eine spezifische Immuntherapie ist der Gamechanger. Damit kann man dieser Allergie entkommen. Und abschließend auch die schwerste Bienen- und Wespenallergie. Keine Panik, man kann helfen und man darf vor allen Dingen nicht nach den Tieren schlagen, nervös werden. In der Regel, wie heißt das bei den Hundeliebhabern? Keine Angst, der will nur kuscheln. Insofern vielen Dank schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für den umfassenden und sehr kurzweiligen Vortrag, Herr Professor Löffler. Und vielen Dank auch an ALK Abello für die Unterstützung. Wir kommen jetzt zu den Fragen. Und da habe ich hier schon eine sehr spezielle 14a, unklares Insekt, Grad 3 nach Ring-Mesmer, Prick beides ab 100 Mikrogramm positiv, IgE 673 KOL, Tryptase kleiner 11, Wespe 14,6, Biene 5,1, Wesp V5 18,2, V1 negativ, API M3 1,83, M1, M10 negativ. Trotzdem nur eine Wespengiftallergie. Ich hoffe, Sie konnten das nachvollziehen. Ja, also in der Tat ist es hier ein Punkt, dass wir eine Wespengiftallergie hier gesichert haben.
Und jetzt fehlen dann immer, das ist ganz schwer, jetzt ganz individuell was zu sagen. Warum? Die Information war schon ziemlich gut gewesen, aber es fehlen noch zwei, drei andere Auskünfte, die man als Allergologe erfragen muss. Das ist zum Beispiel, wann war der entscheidende Stich gewesen? Ja? Bei welcher, wann war der, und welcher Situation war er gewesen? Ja? Um rauszukitzeln, der Stich, wo die Reaktion da war, wird es eher die Biene oder die Wespe gewesen sein? Ja? Es deutet sich ja an, dass die Wespe vielleicht da tatsächlich das entscheidende Allergen ist. Aber das klärt genau diese Frage. Dafür ist der Allergologe da und das wird er in der Regel auch mit in einem längeren Gespräch machen und nicht nur anhand dieser Fakten dort. Essentiell meiner Meinung nach ist daher die Anbindung an den Allergologen. Die Untersuchung war ausreichend. Ja? Und wenn in dem Gesamtkonstrukt mit den, auch mit dem spezifischen IgE, was da gefällt wurde, gesagt wurde, die Wespe steht alleinig hier im Vordergrund und das könnte hier der Fall sein, dann ist die Entscheidung für alleinig Wespe auch in Ordnung. Sollte man eine Desensibilisierung wiederholen, gegebenenfalls auch eine Stichprovokation machen? Also ich rede lieber von Hyposensibilisierung oder von spezifischer Immuntherapie. Man kann die wiederholen und in der Tat ist es so, dass auch nach den 3 oder 5 Jahren es vorkommen kann, dass man mal wieder reagiert. Deshalb macht man gerne heute eher 5 Jahre Therapie, weil dann das Risiko, dass man erneut reagiert, deutlich geringer ist. Aber wenn das der Fall ist, dann kann man auch erneut behandelt werden und man hat auch wieder den Erfolg damit in aller Wahrscheinlichkeit. Was man nicht macht, ist eine Stichprovokation außerhalb der Therapiezeit. Wir werden immer wieder angefragt von Patienten, die sagen, ja, ich habe diese Therapie gehabt, jetzt bin ich ganz am Ende, jetzt würde mich ja schon interessieren, reagiere ich oder reagiere ich nicht, können wir das jetzt nicht überprüfen? Da sage ich, das ist jetzt der verkehrte Zeitpunkt. Das macht man am Anfang der Therapie, wenn man eingeleitet worden ist, nicht am Ende der Therapie. Also Stichprovokation, so nach dem Motto, oh, manchmal jedes Jahr eine Stichprovokation, da gucke ich doch mal, ob ich reagiere. Also das ist nicht gut, nein. Ist zu erwarten, dass sich bei einem Kind mit bekannter primärer Bienengiftallergie Molekularwerte API sind CAP-Klasse 4 im Erwachsenenalter die Allergie stärker ausprägt, auf Bienengift bisher im Kindesalter nur erhebliche Lokalreaktionen sowie Ganzkörper-Urtikaria. Derzeit steht die Erdnuss- und Sojaallergie im Vordergrund, mehrfache anaphylaktische Reaktionen. Also man kann nicht vorhersagen, gerade hoch individuell nicht vorhersagen, wie sich das jetzt verhalten wird. Statistisch ist es so gesehen, dass die Kinder, die eine reine Grad 1 Reaktion haben, dass die tatsächlich häufig nicht mehr so schwer reagieren und wo auch eine Chance besteht, dass sich das im Übergang auf diesen Erwachsenenalter sogar eher legt. Aber wie gesagt, das ist eine Statistik und die Problematik ist immer individuell das Ganze dann zu entscheiden. Ich würde hierbei definitiv die Sache im Auge behalten, würde aber nicht in der Angst leben, dass dieses Kind auf jeden Fall jetzt später eine schwere Anaphylaxie erleiden muss. Nein, im Kindesalter ist es so, dass sich das eher im Übergang zum Erwachsenenalter eher verliert. Wie bestimmt man das Ende der Hyposensibilisierung? 3, 4 oder 5 Jahre? Ja, das Ende der Hyposensibilisierung oder spezifischer Immuntherapie muss mit dem Allergologen primär wieder besprochen werden. Bestimmen tut man das nicht mehr, dass man jetzt sagt, also jetzt ab dem dritten Jahr werden wir jetzt einen Messwert nehmen, den nehmen wir regelmäßig im Blut ab und wenn der dann einen Wert unterscheidet, dann können wir das Ganze abbrechen. Das macht man nicht, sondern vielleicht macht man das je nach Risikoprofil, dass man sagt, wir behandeln 3 oder 5 Jahre und macht dann nach dieser Zeit, hört man tatsächlich einfach auf. Man guckt dann, dass man das Insektengift noch aufbraucht, was man dann hat nach der Zeit, dann hört man einfach aus. Es gibt nicht mehr den Parameter, den wir messen können, um damals zu identifizieren, jetzt machen wir noch weiter oder nicht. Besteht ein erhöhtes Risiko, auf Insektengift zu reagieren, wenn man bereits multiple Allergien hat, Tiere, Lebensmittel? Es geht um ein 5-jähriges Kind. Ja, es gibt natürlich immer wieder die Patienten, die auf ganz viele Dinge allergisch sind.
Aber hier ist Insektengift natürlich etwas anderes als zum Beispiel Pollen. Bei Pollen ist es so, wir wissen, wenn jemand eine Frühblüherallergie hat, dann ist es ganz häufig so, dass man so durch einen Marsch durchgeht und dann kriegt man dann noch die Gräser dazu und die Hausstaubmilbe etc. Hier ist es aber nicht unbedingt so, dass man sagt, das Risiko ist jetzt wahnsinnig erhöht, dass man auch sofort eine Insektengiftallergie bekommt. Das hat aber auch damit was zu tun, dass sie gegen den Pollen immer wieder exponiert sind. Und sie haben durch die Entzündung der Schleimhäute ein hohes Risiko, dass sich da was aufschaukelt. Hingegen bei Insektengiften ist es so, da haben sie nicht diese Expositionsrate, die so regelmäßig ist, dass man sagen kann, da wird dann auch häufig eine Allergie stattfinden. Wir sehen häufiger höhere Sensibilisierungsraten, aber jetzt wird es speziell, eine Sensibilisierung heißt nur, dass ich im Blut etwas nachweisen kann oder eine Hauttestung. Das heißt noch nicht, dass derjenige tatsächlich eine relevante Allergie, das heißt eine relevante anaphylaktische Reaktion dann auch entwickelt. Also nein, das kann man jetzt nicht unbedingt sagen. Letzte Frage, ganz kurz, werden Allergien im Alter schwächer? Gute Frage, sehr gute Frage. Denn man kann häufig sehen, dass man bei bestimmten Allergien mit dem Alter tatsächlich eine Abschwächung der Stärke erleben kann. Das sehen wir bei Pollenallergien immer mal wieder, dass man als Jugendliche damit richtig schwer Probleme hat, als junger Menschen, dass das eher dann so ein bisschen besser wird mit der Zeit. Bei den Insektengiftallergien kann ich das so nicht sagen. Und zwar hat das einen einfachen Grund. Die Insektengiftallergie ist bei jungen Menschen, wenn man mal von Sonderfällen, die wie der Mastozytose etc. absieht, ist sie nicht ganz so gefährlich wie bei älteren Menschen. Und zwar liegt das an den ganzen Begleiterkrankungen, die man irgendwann bekommt. Ja? Wenn ich als älterer Mensch zunehmend Herz-Kreislauf-Probleme kriege, ich brauche bestimmte Medikamente etc., ja, dann habe ich ein sehr viel höheres Risiko bei meiner Insektengiftallergie tatsächlich schwer zu reagieren und auch mal wirklich lebensbedrohlich zu reagieren. Und dieses Risiko nimmt dann eher zu als ab, sodass sich das anders verhält, denn viele andere Allergien. Ja, da sind wir schon am Ende. Es gibt noch eine ganze Reihe von Fragen, aber wir haben schon überzogen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Professor Löffler, für den super interessanten Vortrag und nochmal bei ALK für die Unterstützung. Dann begrüße ich den Herrn Professor Klimek. Grüße Sie. Hallo, Frau Jussi. Der uns heute berichten wird über das Thema Corona-Impfung und Allergie auf Insektengift. Ist das möglich? Und da lauert auch schon eine Frage, die ich jetzt für Sie aufgehoben habe. Ich bin weg und übergebe Ihnen das Feld. Sehr schön. Ja, nochmal, liebe Familie Jussi, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde, Ihnen heute zu diesem aktuellen Thema, aktueller geht es kaum. Zurzeit fliegen ja besonders viele Insekten und dann auch noch die Impfkampagne, die ja immer noch auf Hochtouren läuft, wenn sie auch ein klein wenig abgeschwächt ist in letzter Zeit. Und die Frage Covid-Impfung, Allergie auf Insektengift, ist das möglich? Könnte man eigentlich sehr einfach und sehr schnell mit einem klaren Ja beantworten. Aber natürlich gibt es sehr viele Dinge, die hierbei zu berücksichtigen sind und die möchte ich Ihnen nachfolgend vorstellen, nicht ohne Ihnen vorher meine möglichen Interessenkonflikte vorzustellen, die aber im Zusammenhang mit diesem Vortrag keine Rolle spielen. Generell muss man sagen, sind Allergien auf Impfungen etwas gar nicht so Seltenes. Wir haben immer wieder, und zwar schon längst, bevor wir diese Art von Coronaviren kannten, in unseren Allergiezentren immer wieder Patienten mit Impfstoffallergien und allergischen Reaktionen auf Impfung. Bei den in Anführungszeichen neuen Arten von Impfstoffen, diesen mRNA-Impfungen von BioNTech und Moderna, sind das ungefähr ja, zwischen 2,5 bis 4 Fälle auf 1 Million Impfdosen bei Moderna, schwere allergische Reaktionen, Anaphylaxien. Bei BioNTech sind es ungefähr 12.
Nun ist es ganz wichtig zu unterscheiden bei diesen Reaktionen zwischen den Soforttypallergien und Spättypallergien. Darüber haben Sie heute auch schon etwas gehört. Und hier mal typische Soforttyp- oder Typ-1-Allergien, so kann das aussehen. Das kann eine Urtikaria sein, das kann eine Schwellung der Haut an verschiedenen Stellen sein. Das kann aber auch eine Zungen-Lippenschwellung, das nennen wir ja dann ein Angioödem sein. Während Typ-4-Allergien doch deutlich anders aussehen. Das sind häufig solche ekzemartigen Veränderungen, die wir an verschiedenen Hautpartien sehen. Und demzufolge sind auch unsere Tests aufgebaut. Für die Typ-1-Allergien machen wir das, was alle von Ihnen kennen, den klassischen Pricktest. Für die Spättypallergien sieht das ganz anders aus. Da werden ja in der Regel kleine Kammern mit Pflastern auf den Rücken festgeklebt und dann sehen wir die Reaktion. Nun ist es so, dass die meisten Insektengiftallergien, das haben Sie ja im vorhergehenden Vortrag hervorragend gehört, sind Typ 1 allergische Reaktion. Deswegen gleichen die Bilder hier dem, was Sie gesehen haben. Und nun müssen wir uns natürlich überlegen, wenn es Interaktionen geben könnte zwischen Insektengiftallergie. Ich weiß, ich habe eine solche auf einen Bienen-, Wespen- oder sonstigen Stich und den möglichen Impfstoffen. Da müssen wir uns überlegen, was kommt denn überhaupt davor? Welche, wir sprechen ja heute von Major-Allergenen, relevanten spezifischen Molekülen, die die allergische Reaktion auslösen. Und dann sehen Sie hier mal für Bienen- und Wespengift ja bei uns die häufigsten und gefährlichsten Insektengifte, welche entsprechenden Major-Allergene in Frage kommen. Viele von Ihnen kennen die ja schon, die heißen eben Wes-V1, Wes-V5 oder eben auch API für die Bienen Major-Allergene. Und wenn ich auf ein solches allergisch bin, dann kann mir so etwas passieren, wie Herr Professor Löffler Ihnen vorgestellt hat, und dann kann die entsprechende Therapie sein. Kann das aber überhaupt in Zusammenhang stehen mit allergischen Reaktionen auf Impfstoffe? Nun, zunächst mal muss man sagen, dass völlig andere Moleküle beteiligt sind, wenn wir generell auf Impfstoffe reagieren, nämlich zum Beispiel bestimmte Proteine. Manche sind verunreinigt mit Hühnerei. Manchmal ist es Kulturmedium oder Latex. Reste von Antibiotika, die hier vorkommen, auch einige Konservierungsmittel, Gelatine und Ähnliches spielt hier eine Rolle. Und deswegen müssen wir uns fragen, was ist von diesen Substanzen eigentlich in den Corona, in den Covid-19-Impfstoffen drin und kann entsprechende Reaktionen auslösen. Und da sehen Sie hier einen Stoff, den wir bislang in Impfstoffen eigentlich nicht kannten. Das ist das Polyethylenglykol in einem bestimmten Molekulargewicht, nämlich dem 2000er Molekulargewicht, kommt in beiden mRNA-Impfstoffen vor. Daneben solche anderen Moleküle, und mRNA-Vakzine von Moderna enthält daneben noch Trometamin, und Sie sehen einige andere Substanzen, die in seltenen Fällen auch mal eine Rolle spielen können. Während die Vektorimpfstoffe, hier beispielsweise der AstraZeneca-Impfstoff genannt, enthält Polysorbat und EDTA. Auch das sind für uns Allergologen alte Bekannte, aber eben in anderem Zusammenhang, weniger bislang bei Impfstoffen, sondern vielmehr bei anderen, ja, Arzneimitteln, wo sie vorkommen, und letztlich in Kosmetika und vielen anderen, wozu ich Ihnen gleich noch näher Auskunft geben möchte. Dieses hier, das aus dem Ethylenoxid,
durch Vernetzung von Ethen gewonnene Polyethen. Das ist das, was wir am häufigsten in unserer Spezialsprechstunde für diese Patienten mit allergischen Reaktionen auf die Covid-19-Impfstoffe finden. Polyethylenglykol ist eine Substanz, die immer mehr Verwendung findet. Sie sehen hier als Plasma-Expander in anästhetischen Sprays, dann beispielsweise als Laxantien zur Vorbereitung bei Darmspiegelung, aber auch in vielen anderen Formen. Und es ist ganz wichtig zu wissen, dass diese Moleküle, die Sie gerade gesehen haben, quasi wie ein Lego-Bausystem Verwendung finden. Das heißt also, aus dieser Grundsubstanz kann sehr viel gebildet werden und damit sehr große Moleküle entstehen. Und wir können sagen, dass sowohl die sehr kleinen als auch die sehr großen Moleküle offensichtlich weniger Allergien auslösen als ein mittleres Molekulargewicht. Und da sind diese 2000er Molekulargewicht eigentlich genau in der Mitte und von daher besonders problematisch. Viele von Ihnen werden Polyethylenglykol schon kennengelernt haben, aber eben unter anderem Namen, beispielsweise unter dem Namen Makrogol oder Polyox oder Polycol oder einem der anderen hier genannten Markennamen. In den Nanopartikeln dieser mRNA-Impfstoffe kommt Polyethylenglykol nun in einer ganz speziellen Form vor, und zwar, weil es durch eine Pegylierung quasi die Strukturproteine stabilisieren soll, die diese Lipidhülle in den Nanopartikeln umgibt. Und solche pegylierten Liposomen werden zunehmend verwendet und natürlich steigt dadurch die Zahl der Anaphylaxien dramatisch an. Sie sehen hier, Anfang 2019 wurde diese Arbeit publiziert. Das heißt, inzwischen ist das sicherlich auf einem Niveau, wo sich die Reaktionen verhundertfacht haben oder noch mehr. Interessant und wichtig ist, dass es durchaus auch Kreuzallergien gibt zwischen Polyethylenglykol und Polysorbat. Das ist für uns sehr wichtig, weil wir das jeweils untersuchen müssen, um nicht einem Patienten, der eine allergische Reaktion auf beispielsweise den BioNTech-Impfstoff hatte, dann AstraZeneca zu empfehlen und dann reagiert er durch eine Kreuzallergie auch hier. Das Polysorbat wird nämlich ebenfalls häufig verwendet als Emulgator, beispielsweise in Lebensmitteln. Wenn Sie mal schauen nach dem E433, werden Sie erkennen, dass das auch gar nicht so selten ist, dann aber auch in Arzneimitteln und Biologika. Und das Trometamol, wie gesagt, bislang nur in dem Moderna-Impfstoff enthalten, wird ebenfalls in Augentropfen, Injektionslösung, Gelen und so weiter verwendet. Nun, welche Art von Reaktionen kennen wir? Das ist zunächst mal ganz klassisch die IgE-vermittelte Allergie. Jawohl, die gibt es, genauso wie auch auf Insektengifte, auch hier bei den Impfstoffallergien. Daneben kommen aber auch andere Reaktionsformen vor und die führen beispielsweise dazu, dass durchaus auch mal die RNA selbst, also die Virus-RNA, zu einer Mastzelldegranulation und dann zu einer allergischen Reaktion führen kann. Viel häufiger ist aber dieses Syndrom, die sogenannten pseudoallergischen Syndrome, durch Aktivierung von Komplement, und das nennen wir das Carpa-Syndrom. Und hierbei spielen vor allen Dingen IgG, aber auch IgM-Antikörper eine Rolle. Auch die müssen wir untersuchen. Und in seltenen Fällen einmal kommt es neben diesen IgM- und IgG-Antikörpern auch zu einer direkten Aktivierung von Komplement durch den Partikeleffekt dieser Lipid-Nanopartikel oder auch mal zu einer direkten
Degranulation von Mastzellen, sodass es ganz unterschiedliche Mechanismen gibt, die sich in weiten Teilen von der allergischen Reaktion auf Insektengifte unterscheiden. Deswegen haben wir zusammen mit allen allergologischen Gesellschaften und dem Robert Koch und Paul Ehrlich Institut diesen Leitfaden und auch ein Ablaufschema entwickelt. Sie können es erhalten über info@eda.de, kostenfrei natürlich. Und hier kann man sagen, dass viele allergische Reaktionen kein erhöhtes Risiko für eine Anaphylaxie auf die Covid-19-Impfstoffe darstellen. Auch eine einfache und Monosensibilisierung auf Bienen oder Wespen oder Bienen- und Wespengift stellt allein kein erhöhtes Risiko dar. Wenn aber daneben schon allergische Reaktionen aufgetreten waren auf andere Medikamente, auf Impfstoffbestandteile oder wenn der Patient eine Mastozytose hat zusätzlich zu seiner Insektengiftallergie oder auch eine generalisierte Urtikaria, dann muss man aufpassen, dann schaltet die Ampel auf Gelb und auf Rot schaltet sie, wenn eine Anaphylaxie oder schwere allergische Reaktion nach einer Impfung aufgetreten ist oder andere Reaktionen vorbekannt waren auf einen der genannten Inhaltsstoffe oder auch dann, wenn eine Anaphylaxie von bislang ungeklärter Ursache vorhanden war, dann muss zunächst eine Abklärung erfolgen. Und wie machen wir das in den Allergiezentren? Wir führen einen Prick- und Intrakutantest mit den Substanzen, aber auch mit den Impfstoffen selbst durch und zusätzlich einen basophilen Aktivierungstest der Histaminfreisetzung oder basophilen Aktivierung misst. So sieht das dann aus. So können typische Ergebnisse aussehen. Und daneben bestimmen wir natürlich die genannten Antikörper nicht nur vom Typ IgE, sondern auch IgG und IgM. Was machen wir, wenn aber dann doch mal eine Anaphylaxie auftritt? Und das kann natürlich nach der Impfung passieren, aber generell immer auch bei Insektengiftallergie nach einem Stichereignis. Achten Sie hierbei auf die Prodromi, Frühsymptome wie Angstgefühl, kalter Schweiß, Kribbelparästhesien an den Händen oder Füßen und andere der hier genannten Substanzen. Wichtig ist immer, und das haben Sie ja auch bereits gelernt, dass der Hautausschlag, vor allen Dingen, wenn es eine urtikarielle Reaktion ist, ein wichtiges Warnsignal ist. Und sie kommt bei schweren Anaphylaxien relativ häufig vor, in bis zu 90% der Fälle. Wie gehen wir dann damit um? Die ABCDE-Regel, Atemwege frei halten, die Atmung aufrechterhalten, den Kreislauf ebenso, allgemeine Einschränkungen beachten und für den Patienten lösen und den Auslöser beseitigen, was eben ja nicht bei allen Allergenen möglich ist. Allgemeine Maßnahmen, so lagern Sie den Patienten zumeist in sogenannter Trendelenburg-Lagerung bei starker Atemnot, Asthma auch in Oberkörperhochlage, dann muss ein venöser Zugang gelegt werden und es sollte, wann immer vorhanden, mit Sauerstoff beatmet werden und ganz, ganz wichtig, eine Anaphylaxie niemals selbst und alleine behandeln wollen, immer einen Notruf absetzen und Hilfe holen, das ist ganz wichtig. Bei der Sauerstoffgabe kann man eigentlich nichts falsch machen, sehr großzügig, 8 bis 15 Liter pro Minute. Es gibt keine Kontraindikationen, setzen Sie wo immer möglich Sauerstoff ein. Ebenso gilt es für die Volumengabe. Nutzen Sie möglichst großvolumige Kanülen mit zum Beispiel einer vollbalancierten Elektrolytlösung. Und hier nochmal zur Erinnerung, dass tatsächlich die Flussrate in
riesigem Maße und zwar exponentiell abhängig ist von der verwendeten Kanülendicke. Das heißt, nicht zu dünne Nadeln verwenden. Hier gilt es wirklich, die dickstmögliche Nadel zu nutzen. Dann kommt es zur Pharmakotherapie der Anaphylaxie. Hier muss man ganz klar sagen, dass Adrenalin im Mittelpunkt des Geschehens steht. Häufig wird in Deutschland noch Cortison als erstes gegeben oder auch Antihistaminika. Das ist nicht verkehrt, aber es steht eben nicht ganz oben. Und warum ist das so? Weil alle Probleme dieses Patienten, egal ob Insektengift-Anaphylaxie oder Impfstoff-Anaphylaxie, können von Adrenalin gelöst werden. Es antagonisiert die entstandene Kreislaufhypovolemie, also den Verlust an Flüssigkeit. Gleichzeitig wirkt es auf die Atmung und das Herz- und Kreislaufsystem, also die optimale Behandlung in dieser Anaphylaxie-Situation. Als Dosierung können wir entweder abhängig vom Körpergewicht oder, um es leichter zu machen, zunächst mit 300 Mikrogramm beginnen und dann eventuell steigern, je nach klinischem Verlauf und klinischer Symptomatik. Glukokortikoide, ich hatte es bereits gesagt, sind durchaus sinnvoll, aber sie sind nicht als erste Medikation empfohlen. Sie können protrahierten biphasischen Reaktionen vorbeugen, aber sie werden diesem Patienten nicht das Leben retten. Ähnliches gilt für Antihistaminika. Auch hier eine sinnvolle Ergänzung, aber nicht die erste Therapie der Wahl. Das heißt, eigentlich am sinnvollsten, wenn wir die Substanzen gemeinsam einsetzen, aber Adrenalin steht ganz oben, dann kommt Sauerstoff und Volumen und die anderen genannten Substanzen kommen eigentlich erst danach. Auch diese Übersicht mit der richtigen Dosierung können Sie kostenlos von uns erhalten. Sie ist in diesem Leitfaden enthalten und Sie müssen das von daher hier nicht notieren. Ganz wichtig nochmal, dass eine Anaphylaxie biphasisch verlaufen kann. Auch nach mehreren Stunden kann noch eine zweite anaphylaktische Reaktion auftreten. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir überhaupt Cortison geben, weil Cortison diese zweite Phase unterdrücken kann. Aber es bedeutet auch immer, dass wir den Patienten über 24 Stunden unter Überwachung haben sollten. Solche Anaphylaxie-Notfallpläne sind extrem hilfreich in der Akutsituation. Am besten wäre es, wenn gefährdete Patienten, egal ob Insektengift, Nahrungsmittel oder eben Impfstoffallergiker, sie bei sich tragen. Da ist nochmal erläutert, wie man im Notfall vorgeht und wie man Hilfe holt. Und auch Informationen über den Patienten selbst. Und es ist ganz wichtig, dass der Patient oder seine Angehörigen ihm in dieser Notfallsituation helfen können. Und das geht vor allen Dingen mit Adrenalin-Autoinjektoren, wie Sie sie hier sehen. Die gibt es in unterschiedlichen Dosierungen von verschiedenen Herstellern. Sie sind einfach in der Anwendung. Wichtig ist allerdings, dass der Patient und auch seine Angehörigen darauf trainiert werden. Denn in der Anaphylaxie-Situation kommt es auf nicht nur Minuten, sondern wirklich Sekunden an. Und deswegen sollte es schnell gehen und sollten Adrenalin-Autoinjektoren nicht nur verfügbar sein, sondern es sollte auch bekannt sein, wie man diese einsetzt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für Fragen stehe ich natürlich gerne noch zur Verfügung. Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Klimek, für diesen sehr fachintensiven Vortrag. Da könnten sogar die Ärzte unter unserem Publikum sicher profitieren. Und vielen Dank nochmal an Bioprojekt für die Unterstützung. Die aufgehobene Frage betrifft tatsächlich gleich die Impfung bei der Wespenallergie. Sie hatten es ja gesagt, aber trotzdem nochmal,
Ist die Wespenallergie ein Hindernis für eine Covid-19-Impfung? Also grundsätzlich mal überhaupt nicht. Wenn ich nur eine Wespengiftallergie habe und keine anderen Allergien und wenn ich keine Mastzellerkrankung wie zum Beispiel eine Mastozytose neben der Wespengiftallergie habe. Wenn eine noch zusätzlich ungeklärte allergische Reaktion vorhanden ist, also ich habe auch schon mal auf andere Dinge, wenn ich nicht von einer Wespe gestochen wurde, allergisch reagiert, was bei Wespengiftallergikern nun mal leider häufiger vorkommt, dass sie andere Allergien gleichzeitig haben, dann müsste das abgeklärt werden. Und wir wissen eben auch, dass Wespengiftallergiker, die eine Anaphylaxie haben, häufiger eine Mastozytose oder andere Mastzellerkrankungen parallel haben. Auch das wäre ein Problem für die Impfung, aber die reine Wespengiftallergie sicherlich nicht. Die Info an die Zuschauer, die gerne wissen wollten, wo sie den EDA-Leitfaden herkriegen. Wir haben die PDF eingeblendet, das können Sie im Chat sehen. Anschlussfrage, Mastozytose hatten Sie erwähnt. Hier wird aber jemand bezüglich MCHS gerne wissen wollen, was er mit der Impfung für Risiken eingeht, denn er verträgt auch keine Antihistaminika und hatte bei der ersten Impfung einen anaphylaktischen Schock. Ja, da muss ich ganz klar sagen, in dieser Situation würde ich ganz klar vor der zweiten Impfung eine Abklärung empfehlen. Da können jetzt viele Dinge herauskommen und viele Dinge die Ursache sein. Da muss ein qualifizierter Test durchgeführt werden. Und wenn Sie diese gerade genannte Broschüre sich anschauen, dann finden Sie darin dieses Flussdiagramm und darin einen QR-Code. Und der führt Sie zu den Allergiezentren, die diese Tests durchführen. Die sind über ganz Deutschland verteilt. Suchen Sie sich dort ein geeignetes Allergiezentrum und ja, wo immer Sie sind, werden Sie eins finden und können dann dort diese Diagnostik durchführen lassen. Ich halte das in dem Fall wirklich für ganz existenziell. Das ist wirklich sehr wichtig. Was halten Sie denn von dieser Reihenfolge? Erst Corona-Schutzimpfung, dann Hypo gegen Bienengift. Geht das? Also das geht sicherlich. Und ich will mal so sagen, ist wahrscheinlich auch im Moment von der Priorität her die absolut sinnvollste Vorgehensweise. Grundsätzlich muss ich aber sagen, würde auch gar nichts dagegen sprechen, die Impfung fast parallel zum Beginn der Immuntherapie laufen zu lassen. Sie sollten immer nur zwischen der Impfung und der Immuntherapiespritze eine Woche Abstand haben. Das wird in der Aufdosierungsphase ein bisschen schwierig werden. Deswegen wäre es tatsächlich sinnvoll, da die erste Impfdosis schon zu geben. Aber gerade in dem Intervall zwischen erster und zweiter Impfung könnten Sie eigentlich sogar schon mit der Hyposensibilisierung beginnen. Dann haben wir den Fall, dass eine Hypo seit 2,5 Jahren läuft. Sollte bei einem Wespenstich dennoch sofort der Adrenalin-Pen eingesetzt werden oder erst abgewartet werden, ob eine Reaktion auftritt? Genau. Ja, eine sehr gute Frage. Man kann sagen, Sie sollten eigentlich schon immer abwarten, aber sozusagen zwei Dinge beachten. Es gibt eigentlich zwei Reaktionsarten, die besonders wichtig sind. Und wenn die auftreten, sollten Sie den Adrenalin-Autoinjektor einsetzen. Das erste ist Atemnot. Wenn Sie gestochen wurden und bekommen schlecht Luft, haben eventuell sogar ein giemendes Atemgeräusch und haben dieses Gefühl, die Asthmatiker von Ihnen werden es kennen, dass sich der Brustkorb zusammenzieht, man auch nicht mehr richtig ausatmen kann. Wenn das der Fall ist, Adrenalin-Autoinjektor einsetzen. Der zweite Grund ist, wenn Sie
Kreislauf, Herz-Kreislauf-Beschwerden bekommen, wenn ihnen schwarz vor Augen wird, wenn sie Herzrasen bekommen, wenn ihnen, bei uns sagt man, wenn ihnen schummrig wird, wenn sie das Gefühl haben, dass ihnen der Kreislauf wegsackt. Das sind alles auch Gründe, dann tatsächlich den Adrenalin-Autoinjektor einzusetzen. Dagegen, wenn Sie gestochen werden und haben in Anführungszeichen nur einen dicken, juckenden Fleck an der Stelle, eine Quaddel, wo Sie gestochen wurden, aber merken ansonsten nichts, dann müssen Sie nicht unbedingt einsetzen, sodass man sagen kann, es gibt eigentlich klare Hinweise und klare Indikationen und wenn die gegeben sind, dann bitte aber auch nicht länger warten. Was ist bekannt zu der Wirkung der neuen Impfstoffe auf das Erbgut bzw. generell auf den Körper, jetzt unabhängig von dem Impfschutz? Ja, also was man ja unterscheiden muss, wir haben im Moment zwei Arten von zugelassenen Impfstoffen in Deutschland. Das sind die mRNA-Impfstoffe und die Vektorimpfstoffe. Bei den mRNA-Impfstoffen wird eigentlich ein Bauplan verwendet, nicht für ihr Erbgut, also für die DNA, die ja im Zellkern ist, sondern für ein also die Proteine, der Spike-Proteine, die SARS-CoV-2-Viren bilden. Diese Information bildet Ihr Körper selbst in anderer Form millionenfach jeden Tag für unterschiedlichste Dinge, die er produziert. Die kommen nicht in den Zellkern und deswegen können Sie das Erbgut nicht verändern. Bei den anderen Viren, bei den DNA-Impfstoffen, die verwenden ja Schnupfenviren, harmlose Schnupfenviren. Das ist der AstraZeneca und der Johnson & Johnson Impfstoff. Da wird zwar immer wieder gesagt, dass da DNA drin ist, was auch nicht verkehrt ist, aber das ist eine Art von Reaktion, wie Sie sie bei jedem Virusinfekt auch haben. Denn wenn Sie mit DNA-Viren befallen werden, dann dringen die natürlich auch ihre Erbinformationen und ein gesamtes Virus in Ihre Zellen. So vermehren sich Viren nun mal und das ist der Mechanismus, den diese Impfstoffe nachahmen. Sodass man sagen muss, Vergleichbarste ist eigentlich, dass Sie mit einem Virus infiziert werden. Der führt genauso zum Einbringen von fremder DNA in Ihre Zellen, wie das diese Impfstoffe machen. Und das passiert uns allen ja hundertfach in unserem Leben. Und in der Regel verändert sich dadurch unsere DNA eben nicht. Ja, vielen Dank. Mit 3 Minuten Überziehung sind wir am Ende des Vortrags angelangt. Herzlichen Dank, Herr Professor Klimek, und herzlichen Dank an Bioprojekt Deutschland. Dann verabschiede ich mich jetzt von unseren Zuschauern. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Teilnahme. Bedanke mich nochmal an allen Referenten und bei den Sponsoren und natürlich bei dem EDA, dem Ärzteverband Deutscher Allergologen, der uns hierbei wieder unterstützt hat. Und last but not least bei Jan Klimek von Insista für die technische Betreuung. Ein Hinweis noch, es gibt einen Newsletter, den Sie abonnieren können. Den finden Sie auf unserer Seite von Mein Allergieportal. Und da informieren wir Sie immer über die neuesten Veranstaltungen. Er ist auch hier nochmal im Chat eingeblendet. Sie können sich den Link runterziehen. Und bitte, wenn Sie die Veranstaltung verlassen, gehen Sie nicht gleich raus, sondern beantworten Sie uns unsere Fragen. Erstens mal, wie hat es Ihnen gefallen? Und zweitens würden wir gerne wissen, was Sie von der spezifischen Immuntherapie halten. Ja, dann bedanke ich mich für Ihr Interesse und freue mich darauf, Sie im zweiten Halbjahr wieder bei unseren Webinaren begrüßen zu dürfen. Ein schönes Wochenende.